Ja, so viel Munition verschießt du halt im Leben auch nicht, ne? Also. Also kann ich das ruhig wegschmeißen, theoretisch, ja? Kannst du theoretisch ruhig. Ja, aber nicht hier ins Gebäude. Wir wollen ja nicht alles verschenken. Ich weiß nicht, das 60er würde ich gleich trotzdem gern nehmen. Gut, behalte ich das noch. Ich muss jetzt erstmal umsortieren hier. So. Renn in den Rucksack. Renn mit der abgesägten Schrotflinte. Ich gehe einen höher. Bis dahin kommen. Ne, Flo? Aber so ein Safe Case wäre jetzt super. Das ist aber. Ja, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Oder eine Matchbox. Ja, das stimmt schon. Munitionskisten. Eichhölzer? Nee, scheiße. Wie hieß das? Ja, also ich weiß, was er meint. Ich weiß auch gar nicht, wie es heißt. Ja, ich weiß auch, was er meint. Protector Case. Genau, stimmt. Ja, das sind die Sechsplatz-Dinger. Ja. Diese Munitionsboxen. Wo du irgendwie 10 Packen Muni reinschmeißen kannst. Deine Ground Box. Aber hier drin habe ich noch nie einen Militärrucksack gefunden. Ich auch nicht. Wo seid ihr jetzt gerade? Na, in der Baustelle noch. Immer noch in der Baustelle. Also ich bin gleich in Gurka. Okay. Gurka. Und bin ich auch nicht gleich in Berenzino. Das ist gleich links neben Berenzino. Gurka, da unten. Stimmt. Ah, das ist ja was. Boah, jetzt dachte ich gar nicht, fall hier runter. Berenzino, das ist doch das, wo du auch gerade warst, oder Flo? Wir sind an Berenzino. Was ist das? Da vorne. Ist das hier oben auf dem Berg oder das an der Küste? Berenzino. Berenzino. Ach, das ist alles. Berenzino ist eine richtig große Stadt. Achso. Dann könnten wir da ja gleich mal ein bisschen durchlaufen, oder? Können wir theoretisch tun. Da scheint auch noch nicht wirklich einer gewesen zu sein. Das kann ich auch. Zack. Bollen. Ich glaube, den komischen. Sag mal, hat dieser Respirator eigentlich einen Sinn, diese komische Atemmaske? Nee, noch nicht. Irgendwann wird es mal Gasgranaten geben und so wahrscheinlich. Weise Ding oder die richtige Atemschutzmaske? Nee, das weise Ding. Nee, keine Ahnung. Also bei der anderen weiß ich das, falls du. Das ist falsch, wenn du da zum Beispiel mit der Spraycan Waffen anpinselst, malst. Schützt es halt auch ein bisschen. Ah, okay. Das ist ja interessant. Aber wie das jetzt mit der weißen Maske ist, keine Ahnung, ob das auch will. Ja, ein bisschen wahrscheinlich auch, ne? Warum nicht? Ich glaube, ich schmeiße trotzdem weg, die passt nicht zum Rest. Könnte ich die eigentlich auch einmal nehmen. Tja, was machen wir denn? Also, Midi braucht ja noch ein Stück. Hier liegt noch ein ganz großer Rucksack. Kranker Scheiß. Welcher, der blaue? Ne, ein roter. Ist ja dich. Haha. Hey, cool. Sieht irgendwie lustig aus. Ja, was machen wir? Wollen wir schon mal nach Berenzino reingehen oder? Jawohl. Was? Ah! Meine Fresse. Jetzt wäre ich fast die Treppe runtergefallen. Du musst mir mal eben einen Fallen tun. Welchen? Du bist der Kompassmann. Ja. Welche Richtung ist gerade die Sonne? So, Sonne. Die Sonne steht ziemlich südlich. Ja, müsste so knapp südwestlich sein. Nee. Aha, also ich bin genau bei Gurka, links daneben im Wald bei dem Jägerstand. Ja, ich habe keine Karte, muss Flow gucken. Links daneben? So. Gleich links, links daneben. Links unten, der Jägerstand da, oder was? Also minimal links unten, an der Straße da im Wald, ist ein Jägerstand, genau da. Also quasi noch Richtung hier, Stary Sobor. Das ist so der einzige. Ja, also ziemlich nah an Gurka dran, ne? Ja, doch, das war, da sehe ich den, ja. Genau, da bin ich. Das sind in Planquadraten in der Höhe 1, in der Länge 4. Knapp. Ja, wir können dir entgegenlaufen, wenn du weißt, wo das ist. Dann können wir das ja so machen. Ich sitze gerade unter der Treppe, weil ich mir mal schnell eine Zigarette drehen muss. Ich hab Tabak gefunden. Gut, dass ihr beide den gleichen Witz habt.
Aber das ist kein Feuerzeug. Ach, scheiße, jetzt an. Ja, hab ich alles. Was du da alles an Waffen an dir dran hast, ey. Siehst du dich gerade an? Ich weiß nicht, was du meinst, ne? So, ja, Flo, wollen wir? Können wir tun. Okay, dann mal los. Und leg mal, drück mal eben 1 oder so, dass du eine neue Waffe anlegst, weil du hast wieder den Bug. So, ihr habt jetzt was vor? Wo wollt ihr hin? Dir entgegenkommen. Ah, okay. Heißt, wir müssen schätzungsweise, lass mich da mal eben Kompass aus dem Norden. Na, Norden ist ganz klar, wo das ist. Da. Da wäre West so grob in die Richtung. Und wieder eine Waffe anlegen, bitte. Ja, bin ich gerade bei, habe ich schon. Hier war wirklich noch keiner so großartig, würde ich echt sagen. Oh, der Server ist furchtbar leer. Sehen die Chancen gleich groß, dass wir uns treffen. Ja. Juri, im Wald, mitten im Wald. Mitten im Wald, wenn du dich aus Versehen auf den Desktop getappt hast. Ja. Da steht einer. Pam. Zwei. Ja, da hat uns einer echt umgeschossen, obwohl wir halt irgendwo im Nirgendwo standen. Echt ein bisschen spooky manchmal. Wie muss ich dich denn jetzt nennen? Sergeant? Lieutenant? Ja, irgendwie nicht so. Captain. Nenn mich Flo. Ja, also ich bin jetzt direkt in Gorka, genau. Direkt in Gorka. Durch die Straße weiterlaufen? Ja, ne? Mhm. Nochmal. Flo, du weißt, dass wir, wo die Straße ist? Ich sehe die Straße auf der Karte, ja. Und dann laufen wir hoffentlich auch drauf zu. So ungefähr. Gut. Hoffe ich doch mal. Dann bin ich zufrieden. Hier war noch einer. Gehen wir in die wichtigen Häuser rein. Jo. Aber nee. Da oben ist so ein komischer Geröllklumpen. Mann. Oh. Ah, ja. Da führt eine Straße lang. Wie denn die links? Die kreuzen wir jetzt. Wenn wir den Wald hinein wollten, würden wir sie kreuzen. Willst du dich nochmal kurz orientieren, oder was? Mal oder gucken, was sie für einen Verlauf hat. Wo die hingeht. Dadurch, dass ich auch noch mit einer Karte nebenbei von der Mod spiele und nicht jetzt mit einer DayZ-Karte. Oh, das ist nicht so cool. Link geschickt, ne? Mir? Ja, in Steam. Warte. Ja, die ich benutze. Ah, da. Zack. Toggling Map. Lolol, ist das? Ach du Kacke. Sind die Spawnpunkte drauf gezeichnet, oder? Da ist alles drauf, aber wirklich alles. Kranker Scheiß, du liegst vor mir und man sieht dich kaum, ey. Komm, wie ist inne. Juppie! Mann! Da ist Gorka. Gibt's da für die Karte irgendwie eine andere Ansicht? Andere Ansicht? Ja, ich habe jetzt dieses Satellitenbild vor mir. Das zeigt immer nur diese eine jene. Du kannst halt noch rechts die ganzen Punkte rausklicken, was zu sehen ist. Das mache ich auch gerade. Das Berezino. Ihr macht das schon. Brüste. Was, Brüste? Nee, fast. Ah! Dann sind wir aber jetzt bei dem Wald hier anscheinend. Okay, bei dem Wald, alles klar. Ich sage, solange ich weiß, wo ich bin.
Theoretisch müssen wir uns auch eigentlich nur. Theorie eigentlich. Da oben müssten ein paar Häuser sein. So. Bist du? Ich lieg neben dir. Gott, ich wollte gerade sagen. Scheiße, muss er weg. Das ist hart, ja. Ne? Also, das überrascht mich in diesem Spiel immer wieder, wie schnell man sich doch aus den Augen verliert, obwohl man nebeneinander ist. Du läufst die Straße längst, die durch den Wald geht, oder? Wie? Wäre das einfachste, oder? Ja. Wie diese 180-Grad-Kurve, ne? Hm, genau. Ja. Hey, Kumpel, du lauf doch mal. Bist doch nicht irgendwie. Du bist ja fast eingeschlafen. Lauf jetzt mal direkt Richtung dieser Kurve. Jetzt ein bisschen schneller. Das da sind ein paar Häuser, das ist okay. Ich bin der laufende grüne Ding, das laufende grüne Geämsel da. Ja, du rennst neben mir. Da unten ist ein Office-Building. Mal schön zu wissen. Ja, also wir können die Stadt ja gleich mal ein bisschen durchkämmen. Durchkämmt die Wüste! Ich glaube, wir hängen echt zu viel miteinander rum. Ja. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier längs müssen. Das ist doch gut. Mitten durchs Busch, ey. Denk dran, immer ein bisschen gucken, ob du irgendwo was siehst. Ja, dich, wie du mich umläufst. Schön, wie die Türen eins zur Seite schieben können. Na, besser als, dass sie dir die Beine brechen. Ja, die Zeiten sind ja vorbei. Aua, aua, ich habe eine Spreißel im Finger gerissen. Nein! Also die Straße, das scheint auch, das ist auch wirklich die richtige. Da vorne geht so ein Feldweg ab, jo. Ja, ausgezeichnet. Dann kann ich Juri wieder bei da schießen. Mach mal nicht. Manu. Ich habe auch schon wieder Kochsalzlösung dabei. Das ist gut. Ich habe auch noch einen Beutel. Noch schöne Tüte Kochsalzlösung. To go. Yay, yeah, Kater Killer. Ja. Aber noch eine Flasche Alkohol, ne? Wenn das können wir machen. Dann setzen wir uns irgendwo ganz gemütlich in ein Haus rein und saufen erstmal eine Runde oder was? Jo, kann man machen, ne? Das dürfte die richtige Straße sein, ne? Das ist die richtige. Und so, da müssen wir wahrscheinlich hochlaufen. Ich bin an der Kurve. An der 180 Grad? Ja. Hm. Wir sind jetzt an der Kurve, die jetzt, wo die Straße zum Wald hin abschwenkt. Ah, alles klar. Soll ich da in der Ecke warten oder weiter auf euch zukommen? Genau, wir laufen jetzt an der Straße längs, genau. Ja, also nachher sind wir alle so grün, dass keiner den anderen sieht. Genau, der eine läuft links auf der Straße, der andere rechts und wir laufen aneinander vorbei. Oh, Mii läuft auf der Straße so miau. Ich bin jetzt in Berenzino. Ja, wie in Gorka. Ja, genau. Da war ich doch gerade, ja, ich auch. Moment, next try. Hast du noch so eine Zirkusmusik? Ja, genau. Ich muss euch nachher mal ein lustiges DayZ-Video schicken. Ich heute gesehen, hab mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Rote Verbindung. Ja, solange die Kette sich nicht schließt, ist eigentlich alles gut. Und tatsächlich finde ich, die gelbe ist meist schlimmer. Ja? Mal Juri zu Tode erschrecken und einen Schuss aus der Schrotflinte abgeben. Ja, am Wald verstecken und daneben schießen. Boah, das hatten wir alles schon. Ist schon
Ganz furchtbar. Ein Haus. Ich finde die Grafik in diesem Spiel immer noch so toll. Das ist nur der Baum, ne? Hinter Yuffie stehen mit dem Baseballschläger und auf den Baum hauen. Oh Gott, ja. Ja. Bin ich auch mal locker 5 Jahre älter geworden bei.